In diesem Planetenvideo möchte ich euch Uta Pau etwas genauer vorstellen. Zum ersten Mal taucht er in Episode 3, Die Rache der Sith, auf. Dort war er unter anderem Schauplatz des Duells zwischen Obi-Wan Kenobi und General Grievous. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Uta Pau war ein entlegener Planet, der sich im gleichnamigen System im Taraba-Sektor des äußeren Rands befand. Die Welt lag mit ihren 9 Monden relativ weit abgelegen und wurde daher vom Rest der Galaxis weitestgehend ignoriert. Die raue Planetenoberfläche mit ihren Felsen und versteinerten Dünen ließ kaum erahnen, dass sich in den tieferen Ebenen riesige Städte befanden. Uta Pau wurde vor langer Zeit besiedelt und die ersten Siedlungen entstanden, damals noch oben auf der Planetenoberfläche. Aus den ersten Kolonisten entwickelten sich 2 Spezies, die großen, langlebigen Pauana und die kleinwüchsigen Utai. Durch die rauen Umweltbedingungen ihrer Welt gingen beide eine symbiotische Beziehung ein und ergänzten sich gegenseitig. Lebewesen der beiden Spezies sah man nur selten an der stürmischen Oberfläche. Enorm starke, von Uta Paus 9 Monden hervorgerufene Gezeitenkräfte sorgten für gewaltige Strömungen im Weltenmeer, das sich unter der äußeren Planetenkruste befand. Diese Strömungen verursachten auch Beben, die Teile der Planetenoberfläche einstürzen ließen, wodurch die riesigen Schlundlöcher entstanden sind. Innerhalb dieser Zufluchtsorte haben Pauana und Utai Untergrundsiedlungen errichtet. Durch die zum größten Teil versteinerte Oberfläche und den allgemeinen Mangel an natürlichen Rohstoffen war Uta Pau für den Handel mit anderen Welten kaum attraktiv. Dies änderte sich, als man den Wert der Minerale, Salze und Chemikalien erkannte, die das Wasser des Weltenmeers beinhaltete. Zur Anbindung an die interstellare Wirtschaft hat sich Pau-Stadt zum Haupthafen für den Außenhandel entwickelt. Riesige Andockbuchten für Schiffe jeder Größe befanden sich in den oberen Ebenen. Die Hauptstadt, die überwiegend in natürlichen Höhlen erbaut wurde, hatte fast 1 Million Einwohner, womit sie mit Abstand die größte der Schlundlochstädte war. Die Hauptzugänge zur Stadt sowie Andockanlagen für Raumschiffe befanden sich im sogenannten Pau-Schlundloch. Die Stadt hatte 11 Ebenen, die sich rings um die Stallwände erstreckten. Für den Verkehr zwischen den Ebenen und die Funktion als Handelshafen gab es überall große und kleine Landeplattformen für Frachtschiffe, ebenso für winzige Ebenenwechsler. Hierbei handelt es sich um kleine Fahrzeuge, mit denen schnell zwischen den verschiedenen Ebenen hin und her gereist werden konnte. Durch Untergrundpassagen war Pau-Stadt mit nahegelegenen anderen Schlundlöchern und kleineren Siedlungen verbunden. Auf einer Welt wie Uta Pau, wo es so gut wie keine Bäume gab, wurden vor allem Knochen statt Holz als Baumaterial eingesetzt. Versteinerte Knochen fast aller Tierarten des Planeten wurden für den speziellen Baustil der Pauana genutzt. Die Skelette der großen Kreaturen, die seinerzeit in den tieferen Höhlen und im Weltmeer lebten, lieferten Knochen, die stark genug waren, um als tragende Balken zu dienen. Wegen seiner Abgeschiedenheit konnte die Welt zu Zeiten der Klonkriege zunächst seine Neutralität wahren und kämpfte weder für die Republik noch für andere Fraktionen. Dieser Umstand änderte sich aber, als General Grievous die Welt in den letzten Kriegstagen als Versteck für den Separatistenrat auswählte. Republikanische Truppen unter der Führung von Obi-Wan Kenobi kamen so nach Uta Pau, um General Grievous gefangen zu nehmen. Wie dies dann endete, wissen wir alle. Die oberste Ebene von Pau-Stadt war die Verwaltungsebene, die der Regierung und der Raumhafenverwaltung vorbehalten war. Die wichtigsten städtischen Gebäude befanden sich dort ebenso wie Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Wohnsitze der pauanischen Elite, die sich um die öffentlichen Belange des Planeten und den Handel kümmerten. Es galt als Statussymbol, so nah am Tageslicht zu leben wie nur möglich. Darunter folgte dann die Wohlstandsebene. Für Pauana waren die Industrie- und Handelsbereiche, die die Wirtschaft ankurbelten, sehr wichtig. Daher befanden sich die Verarbeitungsanlagen, in denen Spurenelemente und Minerale aus dem Meerwasser gewonnen wurden, sowie andere wichtige Betriebe hoch oben in der Stadt, mit leichtem Zugang zu Landestegen und Hafenanlagen. Auch Pauana der Mittelschicht und einige reiche Utai lebten dort. Unter den Wohlstandsebenen folgten dann die Produktionsebenen. Wichtige Funktionsbauten, die Stadtwerke und Schwerindustriebetriebe waren dort angesiedelt. Auch der Großteil der Lebensmittelindustrie befand sich auf diesen Ebenen. Pflanzen wie Seetang wurden in hydroponischen Gärten angebaut und Kleinvieh wurde zum Verzehr gezüchtet. Ihr Fleisch aßen die Uta Pauana bevorzugt roh. Jeden Tag wurde es daher frisch vom Schlachter in die ganze Stadt geliefert.
Diverse Reit- und Lasttiere wurden ebenfalls auf diesen Ebenen gezüchtet. Zusätzlich lebten hier die meisten der Utai. Ganz unten war dann die Bergbauebene. Hier befanden sich sowohl die Abfallentsorgung als auch die Bergbaubetriebe. In den Minen wurden fossile Knochen und Steine für den Städtebau sowie verschiedene Erze gefördert. Zusätzlich wurde von hier das Wasser des Weltenmeers in die Anlagen der Produktionsebene gepumpt. Die Minenarbeiter mussten in den tiefen, dunklen Höhlen zwar auf wilde Kreaturen Acht geben, doch die wunderschönen Grotten und Wasserbecken am Grund des Stundlochs waren aufgrund ihrer Schönheit beliebte Erholungsorte. Wie findet ihr den Planeten Utapau? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und damit wären wir auch wieder am Ende angekommen. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like oder kostenloses Kanalabo von euch sehr freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.